Leute, was geht? Nach langer, langer Zeit auf diesem Kanal eine Live-Reaktion. Worauf? Wir reagieren jetzt live auf Beşiktaş, Gala und Fener. Ich glaube, so spannend warst du nie in der Liga, oder? Noch nie, in gar keiner Liga. Aber ich glaube, es gibt auch in gar keiner Liga so ein Dreier-Derby. So eine Schiebung? Ich habe von irgendwelchen Kanaken auf Instagram so die Digi-Tricks geklärt, Bruder. Ja. Heftig. Wir gucken gerade auf 3 Monitore in das Spiel. Ich habe auf das Spiel 1000 Euro gewettet. Wir gehen mal kurz die Szenarien durch, meine Damen und Herren. Wenn Beşiktaş gewinnt und Gala auch, ist Beşiktaş Meister. Gehen wir mal davon aus, dass Beşiktaş und Gala findet, aber Fener gewinnt, ist Fener Meister. Das wird ganz, ganz komisch hier gleich. Es geht los, Digga. Zu dritt auf dem Dachboden, Jungs. Ist ein bisschen zu stickig, deswegen haben wir Fenster aufgemacht. Natürlich haben wir auch alle Schnelltests, Corona-Tests, PCR-Tests. Hey. Alles der Maßnahmen. Hey, wir haben gespielt. Bei uns war eigentlich im Kader Abu, aber wir haben doch im letzten Spiel, haben die sich doch geschlagen in der Dings. Die wurden gesperrt im Spiel. Nein, wurden nicht. Soll ich dir die Wahrheit sagen? Weißt du, warum Abu Bakr nicht spielt? Und? Weil dein Verein ein Verein, Geldgeiler-Verein ist. Wenn er noch eine halbe Stunde länger spielt, müsst ihr ihm noch mehr Bonus-Service geben. Wir lassen ihn nicht spielen, deswegen. Junge, wir haben kein Geld! Ja, wir haben kein Alicotti! Trotzdem werden wir Meister. Wallah, ich will nicht, dass Gala Meister wird. Wallah, ich hasse Galatasaray. Wen mag ich denn außer Fener, Digga? Los, Gazal, Babyboy. Ich hab 1000 Euro getippt, komm. Hier. Oben rechts ist der Meister, Digga. Oben links ist der Meister, oben links ist der Meister, Digga. Und links ist einfach so an, Digga, für den Clickbait. Also, ich will ja nicht sagen. Aber bei dieser. Los, hol die Klicks rein. Du bist eigentlich immer so laut, Digga, und bei Gas so leise, wenn ich kurz fragen darf, Digga. Ja. Hab's ein bisschen leiser gemacht bei euch. Ich finde das Heimvorteil. Was denn? Sehr schön, sehr schön, sehr schön! Runter! Runter! Was war das, Gavin? Wenn er reingeht, weißt du, was passiert wäre, oder? Hier, guck mal hier. Galas hier bezahlt, alle haben hier bezahlt, dass sie ein bisschen Zeit spielen sollen. Ja, habt ihr gesehen, der Trainer hat sich mit Fatellen getroffen. Wallah, die wurden gesichtet. Wallah, die. Egal wo ich hingehe, ich zieh rot-gelb am Rhein, ja? Ja, ich hab in meinem Leben noch nie so krass geschwitzt, Wallah, wieder sogar. Ja, komm, komm! Busch! Er schießt einfach nicht! Er hat Geld bekommen! Warum pfeift er bei euch? Warum weil er Gala-Fan ist! Hat doch ein Digga! Er hat die letzten hast 4 die, Spiele von Gala gefunden! Hast du die Position von Beşiktaş gesehen letztes Mal gegen Gala? Der Ball ist noch 1 Meter im Spielfeld! Er pfeift ab! Er sagt aus und dann kommt 3-1! Oh, alles klar, Statement! Achso, euer Elfmeter war auch Elfmeter! Alles klar, Digga! Digga, mein Puls, die ganze Zeit hoch, runter! Wir hätten noch so ein Puls-Dings machen müssen! Von jedem den Puls mit Apple Watch! Können wir mal kurz den Stuhl zeigen, den du mir gegeben hast? Den kennen die Leute schon. Zeig mal deinen Stuhl. Boah, ist aber Hand. Handelbanken. Komm, wieder Kopfballtor, wieder Kopfballtor, wieder! Wieder! Ja! Stark! Ja! Wieder mit Anzeige! Wieder mit Anzeige! Stark! Mit Anzeige! Mit Anzeige! Er hat jetzt einfach unter oder nicht auf ihn gedeckt! Hatte jemand etwa einen Moralabsturz? Jetzt geht's mir gut, jetzt kann ich entspannen. Was ist denn? Naja, ein Moralabsturz. Ey, mir schreibt einfach der Trainer von Hatayspor. Warum? Was hab ich mit ihm zu tun, Dick? Er ist Deutscher, Bruder. Hast du ihn beleidigt? Nein, er hat mir damals schon bei Ausländer geschrieben. Was? Und jetzt nochmal wunderberaubend schreibt er mir. Die Katalon. Jungs! Oh nein! Ah! Was? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Bruder, ich kann nicht. Er schießt ins Eck! Hä, was redest du eigentlich, Bruder? Oh mein Gott! Elfmeter! Was? Bruder, Elfmeter! Was redet der, Digga? Allah, bitte guck! Was? Er macht so, er macht so! Die haben ein bisschen kuscheln, Digga. Die umarmen den Meister, er gratuliert ihn. Verstehst du? Er gratuliert ihn, er umarmt den Meister. Ja, Final 1-0, ja. Ja, mach Rückrufball, guck mal bitte. Er ist einfach Robin von Percy geworden, ja? Jungs, macht was jetzt. Wallah, ruht euch nicht auf das 1-0 auf. Ich weiß ganz genau, wie ihr seid. Ihr werdet Krebs verursachen. Deine holländische Mutter, du. Goal! Goal, Digga! Warte. Ja! Ich weiß nicht. Ja! Ich hab's vorhin noch gesagt. Ja! Du hast aber 1-1, Digga! Fener Heidi, Fener Heidi! Hä? Das ist ein Tor, Bruder, Mann. Was ist, wir haben das so 8-mal gesehen, ist kein Abseits. Er wartet, bis Geld auf Paypal ist. Ja. Das geht nicht mit diesem Druck, kann mich nicht. Was ist denn los, Digga? Digga, er hat mich einfach angespuckt, Digga, du ekliger. Ich hab einfach Gebetswaschung gemacht. Ich hab Abtest genommen, Digga. Ich wollte gerade sagen, dass mich gleich mit dem Druck nicht klarkommt. Ich werd einfach angespuckt. Ich kam nicht mit dem Druck klar.
Gib die 7 ab! Gib deine 7 ab! Spiel doch ab, Tönne! Spiel doch ab, mein Bruder! Spiel doch ab, mein Bruder! Spiel doch einmal ab, wenn's drauf ankommt, Digga! Schieß weg, Amon Akrim! Schieß doch endlich den Ball da raus, ja! Einmal rausschießen, ja! Aha, fair komm! Fair schieß drauf, du holländischer Knöck, ja, mutig! Oh! Jetzt schick ihn doch! Du schick ihn doch! Ja! Spotte! 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 Resmen! Adem büyüke! Yarram! Adem büyüke! Yarram! Yarram! Oğlum siktir gidin ya! Ich vergesse mich gleich, Digga, valla. Valla psikolojim bozulmuş var. Kann ich diese Wunde berauben? Aus welcher Ecke hast du den rausgezogen? Keine Ahnung. Aus welcher so einer Schulregister hast du den rausgezogen? Bundiös ist denn hier. Perfekt, Digga, bundiös, Digga. Aha, valla, komm! Stimmt, da war ja was. Da war ja was. Der spielt ja auch noch. Kassan, mach irgendwas, Bruder! Du hast halt den Hof zu zocken, Digga, komm! Warte! Nein, nein! Hol! Von diesem Schuss distanzieren wir uns. Okay, Statement zur Halbzeit, Jungs. Ich distanziere mich von Statements erstmal. Auf jeden Fall. Ja, stimmt, Digga. Du machst am besten, du machst gar kein Statement, ich Digga. Ich distanziere mich. Ich distanziere mich auch, Digga. Also, mir geht's auch überhaupt nicht gut. Deswegen würde ich sagen, wir sind in der zweiten Halbzeit wieder. Ja, voilà. Digga, bitte, bitte! Schieß! Nein! Bitte! Ja! Ne olur. Vallahi ich fang 5 vakit an. Vallahi. Sogar. Ben Beşiktaş gewinnt. Vallahi ich fang 5 vakit an. Ben Galatasaray gewinnt. Ich buch Becker Ticket. Hadi komm bitte her. Komm. Ja. Nein. Digga, das ist so verarscht, Bruder. Das ist so verarscht. Genau jetzt wurde das Spiel verkauft. Ey, ich schwöre. Der Mutter mit diesem Stuhl hier. Vallahi, guck mal was. Aha, Elfmeter. Wie viel denn? Elfmeter! 10 Euro, Elfmeter, ich schwöre! Wie heißt der Schiri? Ich muss ihm Geld überweisen, schnell! Oh, Digga, ich steck mir gleich in die Flasche beim Ausschreiben! Oder irgendeiner hat Delay, ja. Irgendeiner vom Kater hat Hardcore Delay. Nein. Und nimmt der Matsch von Röger. Ich hab an Halil Umut Meral 10 Euro. Ah, Digga, was passiert dir, Digga? Bitte, Babbel, Bruder, ich küsse doch deinen belgischen, Digga, deinen holländischen. Mensch, Alter. Digga, Walla, was passiert dir, Digga? Ich schwöre, wenn ich heute Herzinfarkt kriege, dann zurecht. Wenn du noch einmal einen Handpass machst, du kannst. Flieg ich dann jetzt ab und runter! Komm schon, Baby. Jeder durch. Einmal den Elfer mitnehmen und dann Gazal das Tor machen, wenn ich 4000 Euro Meister werde und dann ist das Leben doch schön, Digga. Bruder, kann das. Jetzt aber, spiel doch runter! Du kleiner Elfmeter! Oh mein Gott! Oh mein Gott, bitte Gazal so schießen! Wie kann man da so reingehen, Leute? Ich sag euch das Szenario nach Tamijak. Das, Bruder. Gazal schießt! Gazal, komm, Baby! Zombie-Scharke! Du musst sie machen, Bruder! Wenn es einmal drauf ankommt, du musst sie machen, Bruder! Das ist das Wichtigste, Leben des meines Lebens, du musst sie machen! Du machst ihn! Donnerstag. Das ist hier noch ein Spieltag, du. Das ist hier noch ein Spieltag. Oder 3000 Euro. Gazal! Leute, distanziert euch von Wetten. Er hat euch Meister gemacht, Digga. Oh mein Gott! Ah! Oh mein Gott! Elfmeter, Bruder! Elfmeter, Bruder! Elfmeter, Bruder! Elfmeter, Bruder!
Bruder! Oh mein Gott, das ist das Handschild! Ist angeschossen, Bro! Was redest du, Bro? Ist doch angeschossen! Entspann dich, Digga! Ist doch kein Elfer, Bro! Ein Augenblick noch. Eine Sekunde noch. Ist soweit, Digga. Meine Damen und Herren, dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Reaktion. Wenn ihr wollt, dass wir sowas öfter machen, gebt diesem Video einen Daumen hoch. Könnt ihr gerne in den Kommentaren, wer die beste Mannschaft in der Türkei ist. Und dann würde ich sagen, ich bin raus.